Willkommen zurück zu Tekken 7. In der letzten Folge hatte ich mit Negan den Dressurkampf gespielt und habe ihn auf den fünften Dan gebracht. Und heute kommt wieder Craig Marduk. In einem halben Santa Claus-Style. Und falls ihr euch fragt, wie manche Charaktere aussehen wegen den Kostümen, also selbstgemachten Kostümen, fragt nicht, ich habe manchmal echt Langeweile. Get your cameras ready, folks. This thing. Vamos lá. Round one. Nämlich ich achte wenig auf die Schönheit. KO. Round two. Fight. So, Katharina ist down. Achso, ich dachte, jetzt kommt noch das mit ein Number One. Tja, das heißt, Tekken 7 ist ja fast vorbei, denn die zweite Staffel. Fight. KO. Round 2. Fight. Schön weggefickt und zweiter dann ist jetzt Marduk. Time for a nap. Och Alter, das ist gerade mal der zweite Kampf gewesen. Warum musste erst jetzt rein erscheinen? Darf ich nicht mal kurz wieder reinkommen? Ich hatte, bevor ich Tekken 7 aufgenommen habe, Dead or Alive 6 aufgenommen. Und muss mich erstmal kurz wieder umstellen. Und Training mache ich vorher nicht, nein. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Wie ich diesen Angriff extrem hasse bei ihr. Hallo, wieso bist du nicht ausgewischt, nur Arndt? Oder ist er ausgewichen? Und dann hat sie mich betrügerhaft getroffen. Was war das denn gerade? Ich habe eigentlich damit jetzt eingestellt, dass ich die Runde verliere. Weil ich dann mal am Ende nur noch ein bisschen aus Panik gemacht habe. So in der Art. Und das ist für mich
immer ein großer Fehler. Zumindest nur hier im Dressurkampf. Und besonders nicht bei so einem beschissenen Gegner. Ja, Lili. Ich möchte den Sebastian haben. Wie in Tekken Tag Tournament 2. Nein. So. Ich hab noch irgendwas freigespielt. Ah, wieder bei Ihnen. Komm schon, gib mir wenigstens. Ich weiß, bei Geese fehlt mir noch eine Sache. Und zwar ein Effekt. Gib mir doch wenigstens das letzte Stück von Geese. Round one. Und Noctis fehlen auch noch zwei Sachen. Also mit heute kann ich mit Bardock irgendwie gar nicht spielen. Aber wie gesagt, vielleicht muss ich erstmal reinkommen. Nö. Ich bin auch jung, ich brauche noch kein Nickerchen. King. Oder Armor King? King. Stimmt, Armor King hat ja eine dunklere Hautfarbe. Round one. Fight. KO. War wohl nix, wa? So, der nächste Kampf müsste vielleicht jetzt ein Beförderungskampf sein. Und natürlich muss genau sie wieder erscheinen.
Nein, Devil Kazumi, ich bin noch nicht richtig eingespielt. Oh, Alter. Die sollen echt so einfügen, dass man das hier ausschalten kann, die Special Match. Round 1. Fight. Nein, was mach ich denn Scheiß? Was? Ich hab getroffen? Okay, ich meine, es war geplant. Ich dachte, jetzt hast du einen Blödsinn gemacht. Ah, ich hab noch einen Gegenstand freigespielt oder ein Kostüm. Marduk, du bist voll der Egoist. Negan zum Beispiel hat auch noch vier andere Charaktere, die Gegenstände oder Klamotten freigespielt und du denkst nur an dich selber. Wer fehlt eigentlich am meisten? Anna hat 7. Julia Cheng. Sie hat insgesamt noch 13 Sachen zum Freispielen. Shaheen. Mann! So! Wahrscheinlich übernächster Kampf wird wieder Beförderungschance sein. Mit Marduk könnte ich vielleicht noch den 6. dann erreichen. Nur vielleicht. Anna. Irgendwie, ich habe das Gefühl, jetzt bei jeder Beförderungschance, dass jetzt immer ein Special Match kommt. Oder zumindestens. Nee, beim ersten war es nicht so.
Ich glaube, ab dem zweiten dann war das so, oder? Round one. Ab dem zweiten oder dritten dann war das so. Mann, ich hasse das, wenn die sich danach rauskommen können. Also Delve Kazuya, Delve Kazumi. Aber das sind ja nicht nur bei denen, das war auch damals bei True Ogre so. Bei ihnen ist das ja eher weniger das Problem. Bei wem war es noch? Bei Azazel war das noch in Tekken 6. Und das ist bis jetzt der nervigste Boss-Charakter. Nein, Nancy, ist es nicht dieser Bonus-Boss-Charakter. Der ist eigentlich relativ einfach zu bekämpfen. Man muss da nur genau aufpassen. Aber ansonsten ist er sehr langsam und man kann eigentlich auch seine Attacken ausweichen. Here I come. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Come on. Hahaha. Netter Versuch, Julia Chang. Oh, mal was für Armor King freigespielt. Ah, deswegen kam am meisten Armor King, weil ich insgesamt 11 Sachen mit ihnen hatte. Zumindest was da noch steht. Wie viele es jetzt insgesamt sind, weiß ich nicht. Ich habe nicht mitgezählt. Und natürlich denkt er wieder nur an sich selber. Er hat ausnahmsweise mal was für Armor King freigespielt gelassen, aber ansonsten nur Sachen von Nardok. Ich glaube, jetzt fehlt ihm für circa noch 5 oder 6 Sachen. Denke ich mal. Werde ich dann gleich sehen nach der Aufnahme. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Go.
Na komm, diesen Einkampf mach, noch einen Kampf mach ich. Andernfalls, nee, ich mach das lieber zum nächsten Mal. Ich kenne das ja mittlerweile auch bis zum Verdecken 7. Wenn man noch einen Kampf machen möchte, dann kommt irgendeine Kacke oder so. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Und dann kommt dann noch eine dritte Runde mit die 4 Charakteren. Und es kommt dann noch Lei Wulong dazu, weil er auch noch nicht den 10. Dan erreicht hat. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.